So Leute, wir starten heute den Shortstag mit. Dieser unangenehme Moment, wenn man seine Geschenke vor anderen Leuten aufmacht. Ich hasse es. Das ist von deinem Onkel Klaus und von mir, Finn. Ah, eine Candy. Ah, hey. Cool. Dankeschön. Wir hoffen, es ist gut. Deine Mutter hat uns einen kleinen Tipp gegeben. Ah, genau, ist die gut? Ja, das sind immer die besten Tipps. Danke. Vielen Dank. Das fühlt sich ja gar nicht richtig, oder? Nee. Ja, aber was soll man denn über eine Cap? Was stimmt da nicht? Ist es nicht die richtige? Doch, das ist die. Die ist super. Ich finde die toll. Alles gut. Dankeschön. Jetzt wird er auch noch frech, oder was? Unverschämt, der junge Mann. Wir können die auch noch umtauschen, wenn sie... Wir haben auch noch den Kassenzettel. ...die nicht gefällt. Sag das ruhig. Sei da ehrlich. Nein, nicht umtauschen. Ich glaube, ihm gefällt's nicht. Ich glaube auch nicht. Wenn es ihm nicht gefällt, dann soll er die Eier haben und es wenigstens sagen. Ja, der Undankbare. Ist viel Geld für Tante Monika, dann kannst du es lieber umtauschen. Ein bisschen dankbarer kann man schon sein, finde ich. Soll ich jetzt anfangen zu weinen vor Freude? Soll ich hier einen Freudentanz machen? Was erwartet ihr denn von mir? Ich hab doch mit Wohl schon Schauspieler. Du undankbares Stück, du. Nächstes Jahr bekommt er von mir gar nichts mehr. Von mir auch nicht. Junge, ey, es ist wirklich... Real Talk genau so. Kinder, ihr wisst genau, wir sind hier auf einer Hochzeit. Wir haben keine Wechselklamotten dabei. Passt mir auf, dass niemand in den Flur fällt. Haben wir vielleicht Wechselklamotten? Jo, aber die haben einfach einen Pool. Simon hat alles hässlich gemacht. Es begann mit einem kleinen Strich, den ich in sein Zimmer gemalt habe. Und er hat diesen Strich einfach bis in mein Zimmer gezogen. Er hat sogar die Türen angemalt. Es tut schon irgendwie weh, das zu sehen. Aber wir haben ja Spray-Look. Und ich wäre nicht ich, wenn ich das nicht übertrumpfen könnte. Simon, mein Lieber. Welche Farbe magst du so gar nicht? Was sag ich jetzt? Sag's direkt. Ich hasse Rot. Sind seine Haare nicht rot? Das ist eine Lüge. Grün. Und oh Gott. Jungs. Oh nein. Warte mal, ist das Farbe, die auch wieder abgeht? Wir haben es geschafft. Warte mal, was sagen? Ah, das ist ein Haus, das bald abgerissen wird. Es ist also egal, was die beiden mit den Wänden machen. Ja, aber dafür sieht das ja noch echt gut aus, das Haus. Wenn du jemanden wiederbelebst, kannst du gleichzeitig die Wand halten, ohne getroffen zu werden. Auf der fliegenden Schneeinsel gibt es einen geheimen Spalt und sobald ihr dort reingeht, habt ihr die Möglichkeit, eure Mitspieler von unten zu rebooten, ohne dass die Gegner euch sehen. Wenn du eine Haftgranate an deinen Mitspieler wirfst, kann er in eine Box rennen und jeden, der sich darin befindet, ausschalten. Aber werden die Glitches nicht super schnell gefixt, wenn die jetzt so bekannt sind? Die Abfahrt in Kitzbühel ist das schwerste. Oh, das Hahnenkammrennen. Deshalb dürfen hier nur die absoluten Profis runterfahren. So wie wir. Kannst du dich mal kurz hinlegen, ja? Warum liegst du hier? Gewinnt die Schweiz oder gewinnt Österreich auf der Streif? Die Österreicher. Falsch. 85% Gefälle, das. Das ist so geisteskrank. Mir. Also, es ist halt funny, weil es ein Wortspiel. 85% trinke ich normal. Da knallen die auch runter mit irgendwie über 100 Stundenkilometern. Das ist so verrückt. Alter Schwede. Weiß, im Alkohol. Wir sind jetzt beim Steilhang. Eine einfache Piste halt einfach. Oh, okay. Das ist halt pures Eis. Ich sehe jetzt hier das Problem nicht. Am Sonntag hat der Motte wieder zurückgeschlagen. Das habe ich jetzt nicht verstanden. Das hier ist jetzt eine sogenannte Gleitpassage. Und das ist funny, weil. Stopp. Du hast verloren, du hast das verloren. Was denn? Tempo. Also den Zielhang, den überlebt er heute nicht. Luca hat Minecraft mit 500% Lautstärke gespielt. Ich glaube, das ist nicht gesund. Ich will weg von allem, was hier ist. Ah, Edgar. Guten Tag. Ich habe aber noch was vergessen. Wartest du noch kurz hier? Ich bin sofort wieder da, ja? Bleib aber bitte nicht zu lange weg, ja? Vor allem, wenn das Rich Kid, der kann gleich selber zahlen. Ah, ich sag's Edgar, dir. Du brauchst doch keine Angst zu haben. Ich mache auch ein bisschen langsamer. Junge, der hat ein Bündel Fuffis in der Tasche. Das ist doch nicht langsam. Naja, ich sag einfach meinem Butler Bescheid. Butler? Tja, Kleiner, dein Butler ist wohl gerade nicht da. Mama? Welche Küchenrolle nehme ich denn? Die beste der Gegend oder die beste der Stadt? So, das macht dann einmal 90-90. Bar oder mit Karte? Dann einmal bar, bitte. Hast du eine Payback-Karte? Hast du schon die Lidl Plus-App? Können Sie mal gucken, ob das genug ist? Wo hast du das denn her? Ja, genau passend. So, da bin ich wieder. Wie viel macht das dann? Alles gut, Ihr Sohn hat schon bezahlt. Ja, genau, Junge, das wäre übertriebenste Abzocke. Papa, ich habe meine Mathehausaufgaben zurückbekommen. Wenn ich im Jahr 2037 Vater wäre. Und? Es ist alles falsch. Was? Das kann nicht sein! Ich habe die doch für dich gemacht. Eben! Komm mal her. 3 plus 3
Ist 7, hätte ich auch gesagt. Wieso hat sie dann das als falsch markiert? Keine Ahnung. Hey, mir graut's auch so ein bisschen davor, wenn ich ein bisschen helfen muss. Und Paletto weiß nichts. 2 + 5 = 10. Ja, hätte ich auch gesagt. Das hat sie auch durchgestrichen. Ich glaub, die ist dumm. Nee, nicht dumm. Ich glaub, die hasst uns einfach. Geh mal mit der Lehrerin reden, Papa. Ja, keine Sorge. Das ist auch immer so ein geiles Ding. Wenn man irgendwie manchmal schlecht in einem Fach ist, muss man sagen, hat man schon mal ganz gerne so, ja, das ist die Lehrerin schuld, die mag mich einfach nicht. In Wirklichkeit war man halt einfach nur faul. Mein Sohn, das werde ich. Schaut deine Lehrerin gut aus? Papa! Was ist er denn für eine? Hier die 10 am häufigsten gegoogelten Wie-Fragen aus diesem Jahr. Wie viele Panzer hat Russland? 66. Und dann nochmal 12.500 dazu. 12.000 Panzer, Alter. Dortmund gespielt. Eine ganze Stadt hat was gespielt und ich war nicht eingeladen. Was? Wie alt ist Dieter Bohlen? 69. Das ist eine der meistgestellten Wie-Fragen. Dieter Bohlen ist 69. Ist körperlich. Wie entstehen Erdbeben? Unser Planet besteht aus vielen tektonischen... Ja, genau. Und die reiben so... Platten. Und wenn zwei genug Spannung aufgebaut haben und dann wobbel, 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 wobbel machen, haben wir ein Erdbeben. Wie hoch liegt Lesotho? Zwischen 1,4 und 1,7 Kilometer. Wie viele Länder gibt es? Zwischen 193 und 207. Es kommt drauf an, wenn du fragst und wer wen als Staat anerkennt. Oh, stimmt. Es gibt ja manche Länder, die andere Länder nicht anerkennen. Wie schlafen Wale? Teilweise wie Hochhäuser. Wie nennt man einen Engel ohne Flügel? Scheinbar Mama. Ich sag Castiel. Wie alt ist Jürgen Drews? So alt wie 211.000 Titanic-Filme hintereinander. Und auf Platz 1, wie tief liegt die Titanic? Oh, 7.000 Meter? So tief wie 2.111 Jürgen Drews aufeinander gestapelt. Die Zahlen sind sich irgendwie ziemlich ähnlich. Ging dir zu schnell? Ja, aber Mann, jetzt weiß ich, das kann ich ja nicht ausrechnen. Ich habe heute ganz entspannt mit meinen Rollschuhen im Skigebiet gechillt, als ich diesen Verrückten auf der Piste mit dem Fahrrad entdeckt habe und wusste, ich muss losrollen, um irgendwelche größeren Unfälle zu verhindern. Aber dann ist schon passiert. Was machst du mit einem BMX-Rad auf der Piste? Ich wollte unbedingt verhindern, dass die zwei weiter streiten. Also bin ich hingesprintet und das Einzige, was mir eingefallen ist als Ablenkungsmanöver, war, das Bike zu klauen. Ich dachte auch, ich bin um einiges schneller. Aber naja, die Ablenkung hat funktioniert. Und erkennt ihr ihn? Nee, leider nicht. Aber in welchem Skigebiet ist das? Boah, ich hab so Bock auf Ski. Ich bin auch schon Ski gefahren dieses Jahr. Also diese Saison. Ey, es hat so viel Spaß gemacht, Mann. Und wie gefällt dir das Geschenk, das dir der Weihnachtsmann gebracht hat? Das Puzzle ist so schön. Und was ist mit den Söckchen? Richtig schön warm an den Füßen. Oh, Mami und Papi haben dich so lieb. Waren das etwa schon alle Geschenke? Nein, natürlich nicht, Schätzchen. Hier ist Geschenk Nummer 36. Ja los, jetzt gib schon her. Ich hoffe für euch, dass es besser ist als die... Ey, ich war tatsächlich schon mal bei einer Familie eingeladen, wo es wirklich so war. Es war echt krass. Das Kind hat so viele Geschenke bekommen und auch alle Geschenke immer so aufgerissen, angeguckt, zur Seite gelegt. Junge, das war geisteskrank. Geschenke. Hä, was soll das denn sein? Schätzchen, das ist doch so eine VR-Brille. Was soll ich denn damit? Ich wollte einen 30-Zoll-Fernseher. Dein Vater kann bestimmt noch eben losfahren und dir den Plasma-Fernseher holen, oder? Ich bin schon... Plasma-Fernseher! Junge, ich weiß noch früher, der War zwischen LCD-Fernseher und Plasma. Zum Weg. Und Plasma war nicht gut für Gaming oder so. Wir singen jetzt eine Runde. Ich will dich singen, ich will meine Geschenke. Auf Singen hätte ich jetzt auch nicht so Bock. Er versucht, den Weltrekord des längsten Rail-Slides zu brechen. Diese Rail ist ca. 155 Wie schnell Meter er auch lang, wird. Also fast so lang wie 2 Fußballfelder. Das hier ist sein 127. Versuch. Wird er es schaffen? Oh, sieht gut aus. Sieht gut aus. Let's freaking go. Das ist schon heftig. Sowas habe ich noch nie auf Skiern probiert, weil ich aber auch irgendwie das Gefühl habe, das wird nichts mehr bei Paletto. Ich versuche einfach heil die Piste runterzukommen. Wer ist die berühmteste Person, die meinen Kanal abonniert hat? Fangen wir erstmal unten an. Fusel mit 70.000 Abonnenten. Ein bisschen später kommt dann Mr. Nippon mit 177.000 Abonnenten. Danach kommt Nitonos Zweitkanal mit über 200.000. Na, das Ding ist, das kann man ausschalten, dass Leute das sehen. Wenn man seine... Irgendwie kann man das ausschalten. Wenn man es aber so sieht, hat sein Hauptkanal ja über 800.000 Abonnenten. Dann haben wir einen Holzkopf mit 420.000 Abonnenten. Weiter oben dann Rick Essers mit fast 1 Million Abonnenten. Ganz oben ist dann Mamba Maxi mit 1,3 Millionen. Weil das Ding ist, ich habe den ja mit meinem... Ach so, warte, zum... Aber das... Eigentlich sieht man das, glaube ich, nicht. Millionen Abonnenten. Keine Ahnung, wer das ist. Man muss aber sagen, dass mir nicht alle angezeigt werden. Genau. Ich weiß zum Beispiel, dass die Lochis mir folgen. Und die haben über 2,6 Millionen Abonnenten. Die Lochis, Alter. Die Krabbe kommt jetzt doch ins nächste Minecraft-Update. Da sind sich auf jeden Fall einige Eine Krabbe? Minecraft-Spieler momentan sehr sicher. Vor kurzem ist ja der Armadillo in die ersten Testversionen gekommen. Da dieser ja das Minecraft Community Mob Voting 2023 gewonnen hat. Doch im neuesten Snapshot kam eine Funktion dazu, die darauf hindeuten könnte, dass die Krabbe trotzdem kommen kann. Denn mit Hilfe des neuen Generic Block Interaction Range Attributes Befehls kann man nun nämlich die Bau- und auch Abbaureichweite des Spielers und auch andere Entities anpassen. Dies wäre mit Hilfe der Krabbenklaue ja möglich geworden.
geworden. Dass Mojang diese Funktion jetzt trotz der Niederlage der Krabbe einführt, ist irgendwo seltsam. Eine Vorbereitung auf einen möglichen Krabben-Release, da die Community gegen das Voting protestiert und alle drei Mobs haben möchte, wäre auf jeden Fall möglich, da Mojang aber sind nicht alle immer am Protestieren und sagen, wir wollen alle drei, aktuell sehr stark auf Feedback eingeht und sogar die Augen des Armadillos nachträglich noch auf die Seite gepackt hat. Eure Meinung dazu? Ich find's gut. Umso mehr, na, nicht umso mehr, umso besser. Das Phantom können sie meinetwegen rausnehmen. Wie alt bist denn du? 20. Bist du nicht in der Arbeit? Ich krank geschrieben bin. Hört man das nicht in meiner Stimme? Du kannst dich ein bisschen lauter stellen, ich höre dich voll laus hier. Was? Heißt es lause oder leise? Leise. Müsste es euch leise sein, hä? Alter, du hast doch gefragt, ob es leise heißt. Ich habe gesagt, ja, es heißt leise. Was heißt leise? Oh, Digga, vergiss es. Du hast schon noch nie eine Frau geküsst. Ich habe eine Freundin, alles gut. Und die ist arbeiten, weil sie nicht krankgeschrieben ist, so wie ich. Nur als Arbeit, also als was. Was macht sie arbeitsmäßig, was tätig ist? Was arbeitet sie? Weiß ich nicht, wieso fragst du mich das? Woher soll ich wissen, was sie arbeitet? Ich habe gefragt, ob du das meinst, die Frage. Welche Frage? Er verarscht ihn doch, oder? Ach, stell deinen Sprachschreib bitte mal auf 3%. Ah ja, okay, ich bringe ihn komplett zum Verzweifeln. Das wäre vielleicht nicht ganz so schlecht. Bürokauffrau. Ach, sie kauft Büros. Aber ja, wegen dem muss ich mich bald noch 2 Tage länger kriegen, Alter. Was machst du? Ausbildung. Ausland? Bist du Ausländer? Oh, Alter. Nee, komm, sei ruhig und dann ist alles gut. Ich habe gesagt Ausbildung, was für Ausland, Junge. Ach so, macht man das im Ausland, die Ausbildung? War ganz gut. Für Typen wie dich habe ich keinen Nerv mehr. Ach ja, und für Typen wie dich habe ich Blumen. Ja, ich habe zwar heute keine Blumen für euch, weil das war's jetzt. Lasst gerne ein Like und ein Abo da und dann sehen wir uns beim nächsten Mal.